Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich natürlich ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hergefunden hast hier zu unserem, ja, doch leicht versenkten Bahnhof. Beim letzten Mal haben wir angefangen, die Strecke hier zu bauen, die die beiden Städte hier kombinieren soll. Wolfson und Bütze. Das Ganze soll natürlich dann auch im Endeffekt noch verbunden werden mit Halle. Oder mit Twist, da bin ich mir noch nicht so ganz einig. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist hier natürlich jede Menge Material. Das bedeutet, um diese beiden hier möglichst zu versorgen, habe ich mir überlegt, bauen wir doch einfach hier noch einen Warentransport hin. Und von hier aus dann gehend zweimal LKWs, einmal nach Wulsten und einmal nach Uetze. Das Ganze soll natürlich hier vorne an den Haupt... Wo habe ich den denn? Habe ich den hier drüben? An den Hauptanschluss angedockt werden. Das ist ein ordentliches Stück. Aber ich bin mir sicher, das packen wir. Aber genug geredet, wir brauchen Kohle. Das heißt, ich gebe Vollgas und lasse die Spiele beginnen. Mal gucken, was wir haben. Jever Sägewerk. Okay, die schaffen es nicht mehr wegzutransportieren. Das Ganze. Ah, herrlich. Da kommen sie. Oh, und der wird nicht voll. Das ist unglaublich. Wir kriegen es gerade nicht. Wir haben es gerade echt ein bisschen... ja, keine Ahnung. Irgendwie fehlt es gerade so ein bisschen. Ich hoffe mal, dass noch ein bisschen was nachkommt. Hier kommt mittlerweile auch was an. Das ist gut. Hier ist es... Ja, der fährt auch nicht voll weg. Aber immerhin schon mal besser als vorher. Aber insgesamt ist es gerade ein bisschen wenig. Dafür liegt hier ordentlich was. Das ist schon happig. Um es mal zu 600. Ey, wow. Die Produktion gibt hier megamäßig Gas. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ich habe doch die Kosten ausgeschaltet. Warum wird mir das denn trotzdem nur angezeigt? Da hinten wird es mir trotzdem nur angezeigt, obwohl ich es ausgeschaltet habe. Schlägt sich nämlich auf die Performance nieder und das ist für ein Popo. Um es mal gelinde zu beschreiben. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde das gerne hier auf jeden Fall anschließen. Das ganze Netz hier. Wir haben 9 Millionen im Plus. Das ist ordentlich. Ich nehme mal eine mittlere Straße. Und mach mal das hier weg. Ist das eine mittlere? Ist das gut? Das ist, glaube ich... Ja, doch, könnte hinkommen. Ja, mittlere Straße, sehr schön. Okay, das ist angeschlossen. Hier ist überall... Bau nicht möglich. Weil... Elektrisch. Machen wir mal mit drauf. Ich würde das gerne schon anschließen. Bau nicht möglich, weil... Auch nicht möglich, weil, keine Ahnung, ist wieder mal hammerhart, das Game. Pinselstärke. Keine Ahnung, warum das hier nicht möglich ist. Ich will das aber. Jetzt geht's immer noch nicht. Das gefällt mir jetzt gerade echt nicht. Warum ist das nicht möglich? Machen wir es halt anders. Machen wir es möglich. Was soll denn der Geiz hier? Irgendwie... Straßentechnisch ist gerade so ein bisschen... komisch. Fehlt irgendwie gerade Textur. Graden wir mal ab hier. Ja, okay. Man sah ja... Hier sieht es noch komisch aus. Seht ihr das? Das ist echt komisch. Fehlt gerade die Textur, warum auch immer. Ist natürlich nicht so schön. Ja, dann wählen wir halt nochmal ab. Was soll's. Gut. Wir sind kontinuierlich im Plus. Das gefällt mir hervorragend. Das ist richtig gut. Das ist eine feine Sache. Wir gehen... Aber hier ohne elektrisch, nur Auto. Ja, wir haben nämlich hier genug Verbindungen. Hier können die überall langfahren, wenn sie denn wollen. Haltestellen gibt es hier überall. Schon vor definiert. Das ist ordentlich. Das ist gut.
Jetzt muss ich überlegen, ob es Sinn macht. Hier nochmal mit einer großen Straße. Und elektrisch ranzugehen. Warum nicht? Ach komm, was kostet die Welt? Egal. Wir helfen denen hier mal so ein bisschen, dass wir die einfach mal ein bisschen pushen. 60 Millionen im Plus. Jawohl, ja. Gefällt mir gut. Hier. Lebensdauer erreichen sollte ersetzt werden. Schon wieder einer. Oh, Leute. Zug 2. Mal ganz kurz. Müssen wir mal ganz kurz Pause machen und mal ändern. Das gefällt mir gerade nicht. Momento. Ich will auch hier ein Upgrade haben. Auch da will ich ein Upgrade haben. Und warum ist hier keins? Warum ist hier nichts drauf? Kein Upgrade. Ja, ein bisschen komisch. Aber na gut, die können ja da eigentlich halten. Sei es wie es sei. Ich würde ganz gerne jetzt hier lang gehen. Das hier an upgraden. Das Stück hier auch noch mitmachen. Damit wir einfach ein Wachstum haben. Da geht's nicht. Geht aber die mittlere Straße. Ja, dann gibt's hier halt eine mittlere Straße. Was soll's? Dann geht's auch nicht. Muss ich hier echt eine kleine nehmen? Das ist ja doof. Gut, dann ist es halt so. Da ist in Ordnung. Das passt. Ist okay. Damit kann ich arbeiten. Gut, das ist das. Werden wir nochmal weiter rangehen müssen, aber kommt alles zu seiner Zeit. So, jetzt muss ich mir das mal angucken, ja. Ist denn, hat der nur Öl drauf? Der hat 12-mal Öl drauf. Okay, kein Fahrzeugersatz. 12-mal Öl. Kriegt er das mal. Leck gerade gewesen. Elektrisch, obwohl Diesel wäre auch nice, wenn die mal genug Power hätten. Aber mit 2000 Zugkraft ist mir das einfach zu wenig. Viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Von der Leistung her. Ich brauche richtig Druck, richtig Power. Und nicht nur so ein bisschen Rumgeplänkel. 6-4 ist schon nett. 6-4. Ich suche aber die 7-8er. 7-8er, Cargo Blau. Ist schon mal gut. 6-4, Weltrekord. Okay. 4-2. 7-8, Ellipse, grün mit Klima. Whatever das auch ist. Oder in Rot. Grün oder Rot? Ach komm, Rot. Was soll's? Kostet 20 Millionen. Wir haben's ja. Jetzt brauchen wir natürlich auch Kessel wegen. 18er, 16er, 15er, 15, 18, 17, 18, 18. Gucken, ob wir nochmal mehr haben. 24. Ja, da haben wir schon mal ein bisschen mehr. 24. Auch 24. 24. Gut. Das ist Getreide. Das ist nicht für uns gedacht. Okay. Machen wir mal welche drauf. 24er Kessel wegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich mache bis auf 400. Autosave. Kommt mir wieder dazwischen. Da kostet ein Fahrzeugersatz 44,4 Millionen bisher. Der blöde Autosave, der geht mir auf den Puffer. Und zwar ganz gewaltig, liebe Freunde. Ganz, ganz, ganz gewaltig. So, bist du fertig? 3,94 soll mir reichen. Fahrzeugersatz ein. Und tschüss. Marsch, marsch.
Müsste auch bald durchgedrückt sein. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte jetzt doch das hier mal fertig machen. Also, Schiene. Ich will das verbunden haben. Und dann schon mal an den Start bringen. Mit 360er. Das ist verdammt teuer. Richtig teuer, wenn du mich fragst. Guck mal, das Stück hier kostet alleine 19 Millionen. Das ist schon derbe. Ich weiß gar nicht, wo wir das angeklemmt haben. Außen, ne? Ganz außen, ja. Na, vielleicht kriegen wir es ja hin. Wird knapp, wird knapp, wird knapp. 21. Ah. Und jetzt kommt er hier nicht ran, oder was? Warte mal kurz. Jetzt kommt er nicht ran. Was ist los hier? Warum kommt er da nicht ran? Wie sieht's denn da aus? Genau dasselbe. Ja, da müssen wir wohl absenken. Tunnelmäßig oder irgendwie sowas. Ja, oder wir gehen so raus. Geht nämlich fast genauso gut. Das ist schon ein bisschen hart hier. Aber geht. Ja, mit der Senke drinne, aber mein Gott, dafür ist es ja auch ein tiefer gelegter Bahnhof. Das ist in Ordnung soweit. Gut, das haben wir. Jetzt die nächste Aktion, bevor wir hier richtig Gas geben. Wir brauchen hier definitiv nochmal... Aber was ist denn los mit den Texturen heute? Das sieht ja irgendwie sehr merkwürdig aus. Gut. Mehr als 160 schaffen die ja eigentlich eh nicht. Die, die gütsten Transporter. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches das Durchfahrtsgleis ist. Na, das ist nämlich schon deutlich günstiger. Ja. Ich gehe mal hier ruhig mit allen raus. Mach mal ein etwas größeres Gleisvorfeld. Damit wir das dann auch vernünftig anschließen können. Seht ihr das da? Habt ihr gerade gesehen, ne? Die Grafik da. Gut, machen wir das mal weg und machen hier eine normale Straße hin. Wir brauchen die normale Straße. Kleine Landstraße. Ohne Überleitung. Bitte nach unten. Geht das noch weiter? Na, jetzt geht's nicht weiter runter, oder was? Das ist ja... Stopp. Steigung zu groß. Weiter runter. Ich will es weiter runter haben. So, machen wir es mal so. Jetzt halt unten drunter. Was soll's? Das graden wir gleich mal ab hier. Das sieht ja sonst furchtbar aus. Einfach für die Optik. Vielleicht transportieren wir hier auch noch was hin. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Könnte alles nochmal anregen. So, jetzt nochmal dasselbe Spielchen hier in grün. Nein. Das gefällt mir nicht. Muss ich tatsächlich nochmal was wegnehmen. Gut, schwupp. Pop. Okay, machen wir mal so. Mal gucken, ob er das nimmt. Nee, will er nicht. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ah, dann gehen wir halt noch ein Stückchen höher. Ich hasse das, ne? Wenn das so nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, so will er.
ich mal, ob wir das so ein bisschen angleichen können. In hübsch hier sozusagen. Okay, so will er nicht, aber so geht es. So will er wiederum nicht. Okay, dann müssen wir so. Müssen wir ernsthaft mit einer Brücke arbeiten. Schafft nur 160. 160. Schaffen wir alle nur 160. Ist aber ein bisschen schwach auf der Brust. 120 sogar nur. Wo sind denn die ganz dicken? Ach, das ist ja 160er Gleis. Natürlich, das war ja Blödsinn. Hier brauche ich natürlich die volle Power. Stimmt. Das ist ja die Strecke. Ich war jetzt im Gedanken immer noch da. Ich wollte das jetzt erstmal schnell fertig bauen. Mann, Mann, Mann. So ein Humbug. Aber das passt jetzt. Gut. In Ordnung. Upgraden das Stückchen hier noch. Dann ist die Strecke verbunden schon mal. Zumindest auf einfache Art und Weise. Das ist okay. Gut. So. Das haben wir erledigt. Nächste Aktion. Jetzt gehen wir weiter. Mit denen hier. Nicht upgraden. Und zwar gehen wir hier raus. Jetzt muss ich mal überlegen, wie wir da hinkommen. Wir haben hier den Fett. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo hier alles was fährt. Der ist belegt. Der ist belegt. Die sind noch komplett frei. Und der hier. Der hier ist auch noch frei. Damit die sich nämlich hier nicht ins Gehege kommen, wisst ihr? Deswegen schaue ich mir das jetzt mal an. Schupp. Und gehe mit denen hier raus. Vielleicht sogar unter dieser Brücke hier hindurch. Wenn es geht. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Dass wir hier irgendwie durchkommen. Aha, geht sogar. Muss natürlich eine Steigung hoch. Das ist natürlich, ja, nicht ganz so schön, sage ich mal. Aber es geht. Es wird gehen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier auch nochmal rankriegen. Ich will das auf jeden Fall doppelgleisig haben. Jetzt sind wir gerade ein bisschen gedroppt, aber macht nichts von der Kohle. Halb so wild. Das wird der nächste Anschluss werden, definitiv. Wir müssen hier noch mehr abholen. Es ist mir jetzt hier gerade irgendwie ein bisschen zu ruhig, zu wenig, was hier liegt. Da müssen wir wieder mehr anfordern. Das war nämlich schon mal mehr. Stattdessen liegt hier liegt gut, hier liegt auch gut, das ist in Ordnung, aber es ist... Wow, was liegt denn hier? Hier ist ja richtig Dampf drauf. Geil. Gefällt mir. Gefällt mir ganz gut. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Weiter geht's. Ziehen mit. Wir ziehen mit. Oben drüber der Personenverkehr, unten drunter der Frachtverkehr. So ist das in Ordnung. So, okay. Das haben wir. Jetzt gehe ich weiter. Es ist nämlich ganz schön weit. Da ist er. Ich würde ganz gerne hier durch den Tunnel durchgehen, hier lang gehen. Und, ja, vielleicht das hier noch mit anschließen, noch mit dem Bahnhof. Ich weiß es noch nicht. Wäre aber eine Möglichkeit. Aber kostet nur 2 Mille. Das ist in Ordnung. Mit 160 hier durchbrettern, das ist okay. Ziehen wir gleich mit. Was soll's. Komm. Zack. Müssen wir natürlich jede Menge Weichen noch setzen, aber das kriegen wir auch hin. So, Autosave, meine Freunde. Mal wieder. Und das wird jetzt interessant werden. Wenn wir das jetzt hier angehen werden. Beziehungsweise ich weiß noch nicht, wo wir die hier anschließen werden. Wir werden das... Ich glaube, wir werden das hier münden lassen auf einer einzelnen Spur. Das
beziehungsweise Doppelspur. Kollision. Ja. Wenn wir das hier nochmal abreißen, dann, aber momentan geht das ja ohne Probleme. So, vielleicht schieben wir hier auch wirklich noch mehr Züge hier ran. Und dann brauchen wir das. So, okay. Machen wir jetzt... Da ist das andere, okay. Das wird jetzt teuer werden. Wir werden hier definitiv mit Tunnel rangehen müssen. Kostet nur 4,1 Mille. Das ist doch mal was. So, anderen Tunnel, 160. Dadurch mit einer Steigung, ja, das ist schon nicht ganz ohne. 5,6 Mille. Einmal angeklemmt. So, machen wir mit der anderen Seite nochmal genauso. Zack. Ah, jetzt das hier noch angeschlossen. Sehr schön. Wunderbar. Wie sieht es denn hier aus? Hier ist irgendwie die Produktion voll eingebrochen. Finde ich ein bisschen schade. Wir brauchen das Zeug eigentlich. Jetzt liegt hier auch wieder was rum. Gucken wir mal. Holzbretter, Jever, Jever Stahl. Das ist okay. Melle Waren. Okay, ist auch in Ordnung. Da kommt der nächste Zug. Wäre jetzt schön, wenn die sich natürlich alle vollsaugen würden, ne? Ja, der sammelt ein bisschen was ein. Jever Waren. Der auch. Tja. Kann auf jeden Fall ordentlich mitnehmen. So, die Strecke steht, meine Freunde. Die Strecke steht. Und ja, was auch jetzt ansteht, ist nämlich das Ende dieser Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns bald, bald wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.